Virek, ich bin ja Flirt-Experte unter anderem. Und jetzt wollte ich mal einen echten Flirt-Experten fragen. Wie funktioniert es hier richtig auf der Wiesn? Naja, gut, gepflegtes Äußere ist schon mal nicht schlecht. Und dann vielleicht einen guten Tisch, wenn man hat. Und wo noch Plätze frei sind. Und dann natürlich einen coolen Blick auf jeden Fall. Herr Virek, ich bin ja Flirt-Experte unter anderem. Und jetzt wollte ich mal einen echten Flirt-Experten fragen. Wie funktioniert es hier richtig auf der Wiesn? Naja, gut, gepflegtes Äußere ist schon mal nicht schlecht. Und dann vielleicht einen guten Tisch, wenn man hat. Und wo noch Plätze frei sind. Und dann natürlich einen coolen Blick auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen Käse in die Mausefalle, dass man sagt, du, darf ich dir was ausgeben? Wo kommt ihr her? Bla, bla, bla. So ungefähr funktioniert es eigentlich meistens. Können Sie mir mal diesen coolen Blick zeigen? Haben Sie das parat? Ja, aber den Blick habe ich ja seit meiner Geburt, den brauche ich gar nicht zeigen. Das ist gesamte Lächeln drauf. Ja? Einfach. Eine schöne Maß dazu. Eine gute Maß, ja. Eine schöne Atmosphäre, oder? Ja, das sowieso. Und dann vielleicht auch, wenn so ein Mädel vorbeikommt mit diesen Herzeln und Stofftieren. Mal schauen, ob die Investition sich wirklich lohnt. Dann muss man schon sowas auch noch rausreißen. Ich habe noch eine Frage an Sie. Hilft es da, auch Filmstar zu sein, prominent, bekannter? Ja, das ist doch eine Frage, die erübrigt sich, oder? Klar, hilft es immer. Von dem haben wir früher nur gelebt, also vom Ruhm. Und ist ein guter. Aber ja, doch schon, es erleichtert einiges. Ich bin mal fest davon überzeugt, dass wenn man sie nicht erkennt, was wahrscheinlich nicht so oft passiert, dass sie trotzdem wahnsinnig gut flirten können. Ja, es macht ja auch Spaß. Also, ich meine, es ist eine Art der Kommunikation. Und es gibt doch nichts Schöneres als ein schönes Lächeln von einer Frau, oder? Und Frauen lieben ja lustige Menschen, offene Menschen und höfliche. Also der Humor natürlich auch. Humor ist ganz wichtig, ganz wichtig. Also ja, keinen coolen Spruch irgendwie so. Hey, weißt du, geht nicht. Sondern Lockerheit, Humor. Locker, Humor, sympathisch, ganz wichtig. Und Sie sind ja auch begeisterter Motorradfahrer. Ich habe mal gehört, Leute, die so wirklich wilde Sachen machen, auch das Leben, Rock'n'Roll genießen und leben, dass diese Männer wesentlich erfolgreicher sind bei Frauen. Einfach weil die diese Lässigkeit, diese Sachen auch wagen. Ja? Dieses Wagen, glaube ich, gehört ja auch zum Mann dazu. Irgendwie. Ja, sicher, ein Motorrad ist ein männliches Attribut, obwohl jetzt schon sehr, sehr viele Damen fahren, was auch schön ist. Es gibt nichts Schöneres, als wenn es von dir ein Hinterreifen siehst mit einem schönen Rückspiegel. Also, aber wie gesagt, also, klar lieben Frauen Abenteurer. Also ich habe ja schon mal in ihrer Harley-Davidson-Schmiede gefeiert. Da war auch schon mal eine Filmparty, ich glaube 2005, ein amerikanischer Film. Genau. Also Sie haben gesagt, so richtig so dieses Harley-Genießen, dieses Leben, das hat was mit Männlichkeit zu tun. Frauen stehen darauf. Dieses Leben auch in allen möglichen Facetten erleben. Naja, es ist jemand, der wirklich Motorrad fährt. Der fährt ja nicht nur bei schönem Wetter, der fährt ja immer. Und du musst dann auch über so tagtäglich oder auch vielleicht über einen längeren Zeitraum gewisse Situationen meistern. Und wenn man sowas meistert, kann man auch Situationen im Leben einfacher meistern. Und ich glaube, jeder wünscht sich einen Partner, der nicht gleich in die Hosen macht, wenn irgendwie ein Problem auftaucht und man sagt, hey Baby, komm, cool down, setz dich unter den Baum, ich flick den Reifen oder was auch immer. Also das ist, aber auch Motorrad ist eine Freiheit. In einem Auto, im schönen Auto kann jeder sitzen, aber auf dem Bike, bei Sonne kann auch jeder sitzen. Aber ich war jetzt gerade wieder im Yellowstone, da war Regen, da war richtiger Regen, dann war Blitz und Donner und dann war noch Hagel. Und wenn man dann noch lacht und wenn man dann auch noch einen Partner hat, der mitfährt und lacht, dann ist alles cool. Jetzt noch ganz kurz zu Ihren neuen Projekten. Genau. Was Sie demnächst sehen? Das ist Hammer und Sichel, das ist eine Serie für den Bayerischen Rundfunkfernsehen. Am 8. November, Bayern 3, also BR regional. Und um 22 Uhr, da kommen zwei richtig coole Typen. Oliver Mielke Produktion. Oliver Mielke hat das Entertainment Factor produziert, Oliver hat auch die Regie gemacht. Wir haben ein wunderbares Cast. Tim Wilde ist mein Partner. Also ihr könnt sich auch was gefasst machen, ist wirklich cool. Ich freue mich drauf. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch.